Hallo, heute der zweite Teil der Reihe Lügen der GEZ-finanzierten Medien aufgedeckt. Schauen wir uns heute an, was das ZDF zu dem syrischen Präsidenten Assad zu sagen hat. Assad eigentlich ist. Er ist ein Despot, er ist ein Diktator. Er lässt auf Demonstranten schießen, er lässt sie einsperren, er lässt sie verprügeln und vieles mehr. Schauen wir uns jetzt an, was das ZDF für Beweismittel hat, um diese Aussage zu bekräftigen bzw. zu bestätigen. In letzter Zeit besonders achten auf SIM-Karten, das sind die kleinen Karten, diese Speicherkarten in Mobiltelefonen. Man achtet auch auf Speichersticks, also auf alles, auf dem Bilder und Filme aus dem Land herausgeschmuggelt werden könnten. Und trotzdem gelingt es immer wieder Oppositionellen, man muss sagen unter Einsatz ihres Lebens, tatsächlich solche Bilder aus Syrien herauszuschmuggeln. Darauf sind verstörende, entsetzliche Szenen zu sehen. Man sieht Uniformierte, die die Gefangene grässlich misshandeln mit großen Keulen, an denen Nägel befestigt sind, auf sie einschlagen. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht unabhängig kontrollieren und überprüfen, wo genau diese Videos entstanden sind. Uno momento, halt, stopp. Wie bitte? Man kann das nicht unabhängig überprüfen? Wofür werdet ihr eigentlich bezahlt? Aber dass ich keinen Quatsch erzähle, blende ich das Ganze ihr nochmal ein. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht unabhängig kontrollieren und überprüfen, wo genau diese Videos entstanden sind. Und noch einmal, weil es so schön ist. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht unabhängig kontrollieren und überprüfen, wo genau diese Videos entstanden sind. Aha, und dafür werden wir gezwungen, GEZ-Gebühren zu zahlen? Sag mal, geht's noch? Nach diesem tollen Aufreger habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Originalvideo und ich wurde fündig. Dieses blende ich jetzt hier ein. Hier jetzt das besagte Video. Hochgeladen wurde das 2007. Extra nochmal hier schön markiert. Dieses Video wurde als Beweismaterial angegeben. Bei der ZDF gegen Assad. Merkt ihr noch irgendwas da draußen? Warum bezahlt ihr Reporter, die nicht mal unabhängig die Sachen prüfen können? Nein, da wird irgendwas aus YouTube geklaut. Was ein Scheiß! Da platzt mir der Kragen, wenn ich so eine Scheiße sehe. Wahnsinn! Leute, aufwachen, bitte! Das kann doch nicht euer Ernst sein, so eine Scheiße auch noch für gut zu befinden.